Andreas, so ist heute geplant hier, ganz kurz. Na, Weihnachtsbaum schneiden. Das ist alles Spaß, Dieter. Erst wenn die Weihnachtsbäume dann gesucht werden, dann wird's. Ja, und das Suchen des Richtigen war bei diesen Schneemassen dann doch nicht ganz so einfach, wie sich später herausstellen sollte. Zuvor konnte man sich nach einem herrlichen Winterwaldspaziergang in Blockhausen bei Wildbratwurst und Glühwein erst einmal so richtig stärken. Sind die kräftig genug? Die Bäume sind ja ziemlich stark eingeschneit. Ja, das wird sich erst rausstellen. Ja, eben. Ne? Ich sag ja vor uns, das Lustige kommt ja erst noch. Ja, wir haben das schon durch. Wir haben das schon durch. Was schmeckt euch? Da unten ist ja dann diese neue Weihnachtsbaumschonung. Da werden sie noch nicht so viel gesehen haben. Das hat einen guten Grund. Es ist Winter und das Suchspiel kann dann beginnen. Wir rechnen mit Verlusten, sage ich ganz offen. Mal schauen, vielleicht wäre es sogar gut, Nummern auszugeben vorher. Und dass wir dann etwa über Rückmeldungen sehen, ob wirklich alle da sind und niemand in irgendwelchen Schneewehen noch steckt und buddelt und sucht. Nimm die Sahne dabei und strickt den mit. Steckst den Sack, Oschi auf, Zoska verschrunzelt sie. In der dicken Mumbakarsch, die im Abel wie gemäut, und der Felsen wurde auf, wenn der Ahner fahrt. Ja? Das ist auch eine Säge. Ja, das ist auch, ja, das ist auch eine Säge. Ja. Ja. Hier kommt der Handwerker. Ja. Amol Ritsch, Amol Ratsch, Amol Eel, Amol Ha, zu entbahn im Zusammen, jo, das Feld ist gar nicht. Ganz so einfach war es dann doch nicht, den richtigen zu finden. Der erste Baum ist gefunden worden hier. Auf dem Ratschen war Rücken der Mondan, flüstern Staffeln der Blumstie, doch das Baum, das ist schief. Was das Hölle muss man sein, zu Dingen hier mit rein. Da ist vierte Stadt leid gut, aber nicht für uns Waldarschen neu. Okay. Im und bei wie vielen seid ihr jetzt, im zweiten? Bei dem dritten, denke ich. Dritten. Also sind wir gut guter Dinge, es geht weiter. Dann müssen wir weiter runtergehen. Nee, wir hören auf hier. Eine Stunde bist du durch. Da unten ist auch noch ein schöner großer. Siehst du, Mutti? Soll ich dir was sagen? Ja? Baum des Jahres! Mini-Baum. Nicht durch die Pfütze schieben. Schwere Kugeln dann gehen die Äste wieder nach unten. Wir haben so einen Silberbottich, wo eigentlich Kaminholz reinkommt. Und da drehen wir um und da kommt der drauf. Und da kommt eine Decke drüber und da sieht man den auch nicht. Alle Hobbywaldarbeiter hatten dann aber letztendlich ihren taufrischen Weihnachtsbaum gefunden und zogen zufrieden nach Hause. Was suchen Sie da unten? Ja, möchte ich auch wissen. Den Stamm. Da hat kein Stamm. Goldgräber. Goldgräberstimmung ist ja. Da stand ist so am Wegesrand. Ja. Warte, es geht dir so schnell. Hey, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das sieht ja gut aus. Nee, den will ich nicht.